Servus Bernd. Ich mache ja ab und zu mal einen Nachruf, wenn jemand verstorben ist, den ich sehr geschätzt habe, sei es ein Schauspieler oder irgendein Mensch, der irgendwas Besonderes geleistet oder gemacht hat. Und leider ist es heute mal wieder soweit. Gleich. Als ich letzte Woche unsere Heimatzeitung aufgeschlagen habe, habe ich einen Artikel gelesen, der mich sehr getroffen hat. Und zwar ist wieder ein großer Künstler von uns gegangen. Ein Schauspieler, der der breiten Masse vielleicht gar nicht so bekannt ist. Geht es um Fritjof Firok. Das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht gleich was sagen. Ist auch kein typisch bayerischer Name. Also Fritjof Firok verbindet man jetzt nicht unbedingt mit einem Bayern den Namen. Aber der Fritjof Firok ist am 28. August 1943 in Eisenach geboren. Nach dem Krieg ist er dann nach München gekommen und ist in München aufgewachsen. Er hat früh gewusst, dass das Schauspiel sein Leben ist, das Theater, und hat in München die mittlere Reife gemacht und danach hat er die Berufsschule für Tänzer und Musiker absolviert. Er hat an allen renommierten Theatern und Bühnen in München gespielt und Ende der 50er Jahre ist er nachher zum Film gekommen, seine ersten größeren Rollen. Und zwar war der erste Film, in dem er zu sehen war, der Spielfilm Hulla Hoop Conny mit Conny Fröbes im Jahre 1958. Da hat er einen Lehrling in einem Hotel gespielt, einen Pagen sozusagen. Und 1960 ist er zusammen mit Peter Alexander im Weißen Rössel zu sehen gewesen. Danach hat er viele Fernseh- und TV-Rollen gespielt, aber sein großer Durchbruch, der kam dann 1974, und zwar in meiner absoluten Lieblingsserie. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe in einem Video. Und zwar geht es da um die Münchner Geschichten. Helmut Dietl, der großartige Regisseur aus München, der hat die damals gedreht. Er spielt eigentlich nicht direkt die Hauptrolle, aber eine der Hauptrollen. Die Hauptrolle spielt Günther Maria Halmer, den Charlie, diesen Halodri verkörpert, diesen Hans Dampf in allen Gassen. Und Fritjof Firok ist sein bester Spätzl. Jetzt kommt's. Fritjof Firok war sein Spätzl, der Gustl, sein allerbester Kumpel. Wer die Münchner Geschichten nicht kennt, der sollte sich die unbedingt mal anschauen. Das sind 9 Episoden. Die spielen in München der 70er Jahre, also kurz nach der Olympiade, als Münchner ganz einen anderen Charakter hat wie heute. Und der Charlie, der Hauptdarsteller, der lebt bei seiner Oma, gespielt von Therese Giese, in einem Münchner Altbau. Er hat keine Ausbildung, er lebt in den Tag hinein, er hat viele Flausen und Ideen im Kopf und versucht mit irgendwelchen Ideen groß rauszukommen und das große, großen Coup zu landen. Es gelingt ihm auch manchmal fast so knapp. Und meistens kurz bevor er vom Durchbruch ist, hat er keine Lust mehr, gibt auf oder schmeißt es hin oder es kommt irgendwas dazwischen. Und dieser Gustl Seiler, sein Freund, ist eigentlich das genaue Gegenteil vom Charlie. Gustl Seiler, alias Fritjof Firok, arbeitet bei einer Versicherung, hat eine Ausbildung gemacht, lebt in geordneten Verhältnissen, ganz anders als der Charlie. Und nach Feierabend und am Wochenende hängt er natürlich immer mit dem Karl zusammen, der die ganze Woche nichts tut, Dolce Vita genießt und seinen Ideen nachhängt.
Er folgt diesem Charlie wie Sancho Panza, dem Don Quixote, und geht mit ihm durch dick und dünn. Und so geht es also die ganzen 9 Staffeln durch bis zur letzten. Bei der letzten Staffel, jetzt zeige ich euch erst einmal den Fridtjof Fierock, wer ihn nicht kennt. Das ist er hier. Seht ihr das verschmitzte Lächeln? Das hat er bis zum Schluss, hat er so ausgesehen wie, hier sieht er den Gustl, den Jung, Michaela May und den Charlie. So hat er ausgeschaut damals 1974 und so als älterer Mann. Er ist 77 Jahre alt geworden und wie gesagt, ist schon, muss nachschauen, habe das aufgeschrieben. Am 4. Juli ist er schon gestorben. Leider hat er sich, ist es erst jetzt publik geworden. Er ist auch jetzt nicht übermäßig geehrt worden. Also es ist so still und heimlich gelaufen, ist er in München beerdigt worden. Er hat in München Leim hat er gewohnt. Und ja, legendär sind natürlich diese ganzen Geschichten, die bei den Münchner, bei dieser Serie da gelaufen sind. Man muss immer an die Faschings-Episode denken, als die drei das ganze Faschingswochenende durchmachen mit dem Plan, am Montag müssen sie in Sacramento sein. Das war so eine fixe Idee von dem Charlie. Ja. Vor 15 Jahren, ihr werdet es glauben oder nicht, da habe ich mir mal so was ausgedacht, wie das wäre, die Serie fortzusetzen. Gerade so in dem Stil, wie jetzt Cobra Kai gekommen ist, 30 Jahre später, habe ich mir gedacht, was wird der Charlie heute machen und der Gustl und seine Freundin, die Susi, gespielt von Michaela May, was ist aus denen geworden? Ein Zeitsprung. Ich habe damals tatsächlich einen Brief geschrieben an Helmut Dietl und habe gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass man das jetzt drehen könnte. Charlie kommt zurück nach fast 40 Jahren, nach 40 Jahren oder 35 Jahren kommt zurück nach München. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Was hat er gemacht? Hat er Erfolg gehabt? Ist er abgestürzt? Das wäre offen gewesen. Und besucht die Freunde seiner Jugend. Seine Susi, seine ehemalige Freundin, die später einen anderen gehabt hat, oder den Gustl, der sich zum Serienende hin von ihm entfernt hat. Er hat dann eine Freundin gehabt. Die Oma vom Charlie hat die Wohnung verloren, ist ins Altersheim gegangen und der Charlie ist irgendwie total ins Nichts gestürzt. Und dann war die Serie irgendwann vorbei und genau da hätte man anknüpfen können. Leider habe ich keine Antwort bekommen von Helmut Dietl, der mittlerweile auch verstorben ist. Das wäre nämlich eine klasse Sache gewesen. Gut, dann sage ich Servus Gustl. Schaut euch mal die Schlussszene der Faschings-Episode an, wo der Gustl, der Charlie und Ahmed, sein anderer Freund, der Taxifahrer, an der Isar sitzen, im Regiestuhl, die Füße hochgelegt, in die Sonne schauen und der Charlie sagt: Schön war's. Der Gustl sagt: Schön war's schon. Und der Ahmed sagt: So schön war's noch nie. Dann sagt der Charlie: Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag und übermorgen ist Montag. Und dann sagt der Gustl: Scheißversicherung. Geniale Szene. Die könnt ihr bestimmt auf YouTube anschauen. Ich bin mir sicher, die ist drin. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie noch. Und ich sage nochmal: Servus Gustl, danke für deine Darstellung. Fridtjof Fierock, du warst ein ganz großer. Schade, dass du gegangen bist. Bis zum nächsten Mal. Servus Bernand.
Jetzt habe ich doch tatsächlich zwei Filmzitate vergessen, die in den Sprachgebrauch übergegangen sind, die in Bayern oft verwendet werden. Und zwar ist das einmal "Alles Chicago", das ist "Alles Chicago". Und das andere, ja, das andere ist "Logisch". Logisch, hat der Charlie immer gesagt, wenn er was gefragt worden ist. Jetzt haben wir aber fertig. Ciao.